Lauframpe ist eigentlich auch nicht so schlecht. Ja. Da schreibt sie einfach ja. Quajutsu stellt sich uns in den Weg. Generell nicht so der Käsefan. Ich mag nur einen Käse, wenn irgendwie gebacken oder so. So roh mag ich den Käse auch nicht. Nicht sonderlich. Was macht denn der? Alter, was war denn das? Knarre! Knarre! Come on. Es geht nicht um Zeit, aber der Halunke, der halunkiert hier so herum. Was ist das für ein Wort? Ich weiß selber nicht. Oh, come on, sei doch nicht so nervig. Achso, das ist ja ein normaler Kampf. Ich check's ja gerade. Also kein Geistdings. Warum ist denn der Gegner so nervig? Kämpft halt der Bescheid. Dankeschön. Geschüttelt. Nur noch probieren. Was? Achso. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt irgendwie so geschüttelt. Gerührt. Irgendwie. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Spruch geht. Wait. Du hast den Salat jetzt geschüttelt? Was tust du, Mädel? Wer ist denn das? Disaster, Day of Crisis. Ich kenne die Serie absolut nicht. Wo bleibt mal Inazuma 11? Haben wir eigentlich von Level 5 irgendetwas? Ich glaube nicht, oder? Frage ich mich schon, warum. Nicht mal ein Yokai hab ich bis jetzt gesehen. Joghurt-Dressing ist echt lecker. Bezweifle ich. War das bezweifle ich jetzt auf irgendwas, was ich gerade gesagt habe? Bezogen. Ne Oma! Ich glaube, das ist ein Junge, oder? Schaut aber aus wie ein Oma. Wie ein Oma. Joghurt. Ist das nicht ein Milchprodukt? Oder gibt es da andere Varianten? Ohne Milch. Joghurt ist für mich irgendwie so ein typisches Milchprodukt. Milchprodukt. Unterlassen Sie dies. Kommen Sie herunter, please. Oh nee. Help. Gut. Ich hab schon gedacht. Nee. Nose. Ha! Wieder so ein Ausdauerkampf, nicht? Unterlassen Sie dies, please. I don't want this. Rede ich schon wieder. Überall Bomben. Mir gefällt das nicht. Ha! Das ist mein Popcorn. Durch Power auf Popcorn besiege ich euch. Halunken. Oder ihr besiegt mich. Mit dem Greisel. Der hat mich mit dem Beyblade besiegt. Was sagst du dazu, Ivani? Dafür habe ich meine Tabletten.
Also kannst du Milchprodukte nehmen? Und dann musst du aber die Tabletten nehmen oder wie schaut das aus? Ich kenne mich da mit Allergien nicht so aus. Nee. Rob. Irgendwie Rob ist auch so ein Charakter, mit dem ich nie so funktionieren kann. Mit dem ich funktionieren kann. Niederlage. So, da muss ich etwas dagegen unternehmen. So geht das nicht mehr weiter. Was kann ich hier denn tun? Das. Ist auch interessant. Und das geht einfach so. Die Tabletten haben da jetzt auch nicht so Nebeneffekt. Kann man einfach so nehmen, oder wie? Oder ist das jetzt wirklich nur eher für einen Notfall? Oder für besondere Ereignisse? Oh no, not this again. Ja, komm! Oh, das war knapp. Der hat mich gerettet, ey. Ich hätte eh nur den Bewohner besiegen müssen. Okay. Der war jetzt irgendwie ein bisschen schwieriger als manche Legendäre. Legendäre. Azura. Gegnerische Ultras, plötzlich bereit, führt doppelt aus. Ulala. Dann let's go, würde ich hier sagen. Ich habe nie eine Nebenwirkung gespürt. Zora Korin, oh. Kann ich nie wirklich was anfangen mit, aber oh. Hat auf jeden Fall nice ausgesehen. Muss man schon lassen. Ich hab Angst. Oh Mensch. Oh my goodness gracious. Ja, sicher. Wunderschön. Was es gibt, weiß ich nicht. Ich bin da sowieso bei Tabletten ein bisschen vorsichtig. Aber es kann ja sein, dass das so ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Nein. Aber ich sehe, ich darf sie nicht in meine Nähe lassen. Nein. Oder ich mach's so. Autsch. Richtig bitchig war das gerade. Lass mich, Mädel. No, I don't want this. Mädel, lass mich in Ruhe. Oder stirb. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir den Test gemacht haben. Wobei, ich muss auch sagen, das ist irgendwie das Bescheuerte bei diesen ganzen Tabletten, Medizin, was auch immer. In dieser Branche, da vertraut man als Konsument, dass dir wirklich hilft, aber es könnten natürlich auch irgendwie, wie soll man sagen, es kann auch der Gedanke dahinter stecken, möglichst viel Profit mit diesen Konsumenten zu machen. Und da schaut man dann auch nicht so auf die Nebenwirkungen und also als Hersteller. Man tut nur das, was sein muss. Aber ja, ist manchmal wirklich so in der Welt. Muss man aufpassen. Weil ich muss ja auch täglich Tabletten nehmen wegen Schilddrüse. Wegen meinem Insulinspiegel.
Und ich habe da jetzt auch nie so nachgelesen, welche Nebenwirkungen das haben kann. Ich weiß halt nur, dass es wirklich was bringt, weil ich ja mehrmals pro Jahr Blut abnehmen gehe und diese die Werte mir anschauen lasse. Und jetzt ist dieser Insulinwert bei mir jetzt eh wieder im Normalbereich. Das war vor vielleicht 10 Jahren noch ganz anders. Das war das dreifache, vierfache Wert, das eigentlich sein soll bei mir. Und jetzt durch die Dosis, die ich jetzt täglich so zu mir nehme, scheint das jetzt wirklich im Normalbereich zu sein. Aber ich habe auch selber noch nie so nachgelesen, was da für Nebenwirkungen sein können. Oder das Schlimme ist ja eigentlich, dass es so normal, wenn man es normal konsumiert, gar nicht... Oh Mann. Das Schlimme ist eigentlich, dass wenn du es normal konsumierst, es keine Nebenwirkungen hat. Aber wenn du es mit anderen Zeugs konsumierst, ne, in Kombination. Das müssen gar keine anderen Tabletten sein oder Medikamente, sondern einfaches Essen oder so. Das kann schon ziemlich ekelhaft werden. Was machen die da? Richtig gegeben hier. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. 6 Stunden dort sein und jede Stunde zu denen gehen, damit ich reinpusten darf. Was geht's da jetzt? 6 Stunden dort sein? Achso, Test machen. Ne, das ist auch blöd. Vor allem muss man da aufpassen, wenn es Medikamente sind, die eigentlich noch irgendwie erprobt werden müssen oder so. Muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich habe es ja selber jetzt bei meinem Papa gesehen. Mit dem ekelhaften Gehirntumor. Da ging es dann den Ärzten eigentlich hauptsächlich eh nur darum, ihre Tabletten loszuwerden. Und eben zu forschen, was die Tabletten da machen. Ob die sich was bringen. Darum ging es denen. Deswegen haben die meinen Vater damit vollgepumpt mit den ganzen Tabletten. Aber wir haben damit aufgehört dann nach der Zeit, weil das einfach seine Psyche zerstört hat. Aber die hätten meinem Vater das einfach weitergegeben, egal ob er dann psychisch einfach komplett zerstört worden wäre durch diesen Konsum. Das ist denen wurscht. Das ist denen wirklich sowas von wurscht. Die wollen nur ihre Forschung haben, ihre Tabletten weiterkriegen. Und das ist das Ekelhafte. Deswegen bin ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig, was so Tabletten betrifft. Und generell Medikamente. Ich war sowieso nie ein großer Fan von Medikamenten. Könnte meine Mutter fragen. Ich bin da, wenn ich krank bin, einer, der es auf einem natürlichen Weg eigentlich schaffen möchte, wieder gesund zu werden. Ohne jetzt gleich Tabletten einzunehmen. Manchmal musste ich es machen, als ich krank war. Einfach weil es von der... Wie soll ich sagen? Wäre sonst nicht möglich gewesen, jetzt mein Praktikum zu machen. Oder zu arbeiten und so. Das waren halt auch in diesen Zeiten, wo ich einfach nicht krank sein durfte. Und das ist halt das Ekelhafte. Auch von Studium her und so, dass dir da nicht wirklich dieser Freiraum gelassen wird. Da bist du eigentlich dann ziemlich angewiesen auf die Tabletten. Und ja. Aber ich war da sowieso nie so ein Fan mit dem Gedanken, nur durch irgendwie Tabletten oder so gesund zu werden. Das, was du hast, Vanni, das ist was anderes. Das möchte ich dir jetzt auch nicht ausreden oder so.
Da kenne ich mich auch nicht aus, wie gut das eigentlich ist. Ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt oder so. Bin da halt nur einer, der da aufpassen würde, auch generell bei Medikamenten und Tests. Weil, das habe ich jetzt schon öfters gesehen, dass man dieses Vertrauen, die man als Konsument hat, dieses Vertrauen wird oft dann ausgenutzt, um möglichst Profit zu machen. Das habe ich jetzt schon öfters gesehen. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen. Weil was bringt dir das Vertrauen und die Gutmütigkeit, wenn dich andere nur dafür ausnutzen? Das ist richtig ekelhaft. Naja. Aber auf jeden Fall, wenn du eine Allergie hast, das ist natürlich dann wieder was anderes. Das kann man nicht wirklich gleichsetzen mit mal eine Grippe haben oder so. Muss man auf jeden Fall aufpassen. Aber wie schon gesagt, wie das jetzt bei der Allergie genau ist, keine Ahnung. Ich würde nur aufpassen. Generell. Ja. Sind wir schon wieder bei der Thematik angekommen. Die lässt mich hier in diesem Projekt nicht wirklich los, ne? Wir sprechen eigentlich schon die letzten, eigentlich die ganzen Streams, kommt das irgendwann mal zum Vorschein, diese Thematik. Chroms kleine Schwester sollst du folgen. Ist das nicht Lucina? Ich glaube. Oder ist das nicht die Tochter? Ich glaube, Lucina ist irgendwie mit Chrom verwandt, oder? Das weiß ich. Irgendwie war da was. Alja. Wer ist denn das schon wieder? So. Sorry, weil ich da mit dieser Thematik jetzt irgendwie die Stimmung runtergezogen habe. Aber ja, das... Ich hab sowieso schon ein bisschen Leid mit der Welt. Das klingt jetzt irgendwie arg. Das ist der Beginn des dunklen Weges, das sie mir einschlägt. So war das natürlich jetzt nicht gemeint. Aber ich bin halt jetzt wirklich jemand, der einfach da selber aufpasst, was mich jetzt da betrifft. Aber es sind halt auch solche Strukturen, die jetzt schon so fest verankert sind in unserer Gesellschaft. Da kannst du nicht wirklich was dagegen tun. Deswegen... Ja... Letzten Stream habe ich ja angesprochen, die Thematik mit was, wenn... Muss ich Melinda besiegen? Was, wenn ich Melinda besiegen muss? Was, wenn die künstliche Intelligenz eines Tages wirklich uns Menschen dann übersteigt, von der Intelligenz her und so. Und ich bin ja eigentlich ziemlich sicher, wenn das wirklich mal der Fall ist, dann... dann werden diese ganzen Strukturen, die jetzt so verankert sind, diese profitgeile Struktur, diese ekelhafte, diese gierige, diese unmenschliche, die wird dann eh verschwinden. Weil die künstliche Intelligenz will sicher was anderes erreichen. Die haben wahrscheinlich ihren Fortschritt, den optimalen Fortschritt in ihrem Kopf. Obwohl sie keinen Kopf haben, aber die werden vermutlich wirklich ihren Fortschritt voranstreben. Und wenn es Strukturen gibt in unserer Gesellschaft, die diesen Fortschritt stoppen wollen, und das sind auch diese ganzen gierigen Leute, diese ganzen gierigen Strukturen, diese Besessenheit, diese Gier nach Geld und Macht, da wird auf jeden Fall einiges auf uns zukommen, sage ich jetzt mal. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ist für mich dann so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also ich würde da wirklich der künstlichen Intelligenz mehr die Welt anvertrauen als uns Menschen. Wir Menschen haben jetzt eh schon die letzten Jahrtausende unter Beweis stellen können, was wir so leisten können und wie wir
oder was wir so, ja, leisten können. Wir haben zwar eh viel leisten können, aber wir aus ganz logischer Sicht muss man sagen, wir hätten schon längst da sein können, wo wir heute sind. Vom Fortschritt. Aber nein, es musste ja immer zerstört werden. Das habe ich heute auch in Welt der Wunder gelesen, diesen Artikel. Es ging um Insekten, die dafür eingesetzt werden sollten, irgendwie so ein Virus in die Ernte, in die ganzen Pflanzen pflanzen zu sollen. Diese, na, das Deutsch, was ist das? sie sollten halt so spezielle Viren in diese Pflanzen und dadurch sollte irgendwie die eigene Ernte irgendwie resistenter gegen Unwetter sein und so. Aber es wird wahrscheinlich jetzt im Hintergrund eher dafür da in die Richtung hingearbeitet, diese Technik mit den Insekten, mit diesen Mücken dafür zu verwenden, Erbgut zu zerstören, also bei den Feinden diese Insekten loszulassen, damit die Ernten von den Feinden zerstört wird. Das passt eigentlich sehr gut. Was machst du da hinten? Das passt eigentlich sehr gut, was generell die Menschheit betrifft. Es ist viel leichter, was zu zerstören, als irgendwas aufzubauen. Und deswegen gehen viele den einfachen Weg zu zerstören, um möglichst effizient und möglichst viel Profit auf eine schnelle Art und Weise zu bekommen. Und das ist eigentlich zu 100% die Menschheit, wenn man mal auch zurückblickt. Und auch diese... Ja, das ist halt ein Aspekt. Und auch der andere Aspekt, natürlich diese ganze Machtgier und was da dazugehört. Wo man einfach den Fortschritt eindämpft, sage ich jetzt einfach mal. Oder wo die Gesellschaft, wo man generell immer wieder Schritte zurückgeht, sehr unnötige Schritte, ne? Und versucht das, was jetzt aufgebaut wurde, zu zerstören. Das sieht man ja in der Politik jetzt die ganze Zeit. Das, was die ganzen Populisten und so machen. Besonders jetzt der rechte Rand. Die versuchen da jetzt die Demokratie zu zerstören und alles so dran. Nur am Zerstören. Das ist die Natur. Das sieht man auch bei anderen Staaten, die jetzt keine Demokratie haben. Denen geht es jetzt eher nur darum, zu zerstören. Das ist halt richtig ekelhaft. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das sein soll, was jetzt eine künstliche Intelligenz, wenn sie wirklich mal an die Macht kommen würden, anstrebt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist einfach nur komplett bescheuert und auch unlogisch. Und das ist halt auch irgendwie mein Hoffnungsschimmer, weil das werde ich wahrscheinlich noch in meinem Leben erleben. Und es geht ja in die Richtung, dass unser zukünftiges Leben, ja, eine künstliche Intelligenz sein wird. Also das ist, schaut nicht so aus, dass man das jetzt stoppt. Diesen Weg mit der künstlichen Intelligenz und mit dieser Technik. Mensch. Reicht das auch? Leider. Niederlage fortsetzen. Bereit? Und ja, das mal zu dem. Aber ich lasse die Thematik jetzt sein. Ich sehe, bring mal den Müll weg. dann gehe ich auf einen Kommentar ein, was ich da überlesen habe. Oder was ich noch nicht gelesen habe. Wenn Wandi wieder da ist. Ich fühle mich immer so blöd, wenn jetzt wer kurz weggeht, was kommentiert hat und ich jetzt gern eigentlich auf diesen Kommentar eingehen möchte, aber dieser jemand dann weg ist. Und dann taucht dieser jemand dann wieder auf. Man fühlt sich so dumm.
weil man eigentlich zu niemandem geredet hat. Und eigentlich dieser jemand, der eigentlich das angesprochen hat, der war weg. Nee. Geh weg mit dem Lasersword. Stop this madness. Come on. Und wie seine Leiste wieder fast voll ist. Ich check's nicht. Stop this. Ja, sicher. Und das ist wieder ausreichend. Warum? Warum fühlt sich auch die Leiste so voll? Konzentriere mich da mal auf den Kampf. Ist eh keiner da, oder? Den da stören würde. Ich wollte schon sagen, bisher kein Damage bekommen. Das ist ja nice. Er wurde bis jetzt nur vermöbelt von mir und hat die Leiste schon viel höher als ich. Richtig gegeben. So. Sie ist wieder da. Ausgespült. LOL. Natürlich in dem Plastik- und Papiermüll. Okay. So. Ich habe mir mal den Funfact da durchgelesen. Was willst du damit aussagen? Ich habe herausgefunden, dass du Angst daraus hast. Habe ich so herausgefunden. Was heißt das? Ja, ich denke mal, das ist auch nicht etwas, was man gerne in seinem Leben bekommen würde, so ein Tumor oder so. Vor allem kann ich sagen, Gehirntumor, das mag man wirklich nicht haben. Weil der Kopf ist ja... kann so ekelhaft enden, wenn da was ist. Das ist halt schon richtig ekelhaft. Naja, das würden schon. Ich denke mal, da ist wichtig, dass man einfach schaut in seinem Leben, dass man seinen Lebensstil so pflegt, dass man mögliche Krebs- oder Tumor-stärkende Produkte nicht verzehrt, zum Beispiel in der Ernährung. Oh, oh. Was sind das? Bones! Autsch! Dass man da schaut oder halt generell sein Leben so gestaltet, dass man dem entgegenwirkt. Mehr kannst du eh nicht machen. Und jetzt sein ganzes Leben lang irgendwie Schiss haben vor so einem Tumor, ist ja auch nicht wirklich ein gutes Leben, denke ich mal. Ist schon irgendwie... wie sagt man? Es ist... Was soll man sagen? Verständlich? So ist... Es ist irgendwie verständlich, dass man Schiss davor hat. Ich glaube, da hat jeder Angst davor, vor sowas. Aber ja, wie schon gesagt, mehr als jetzt dem entgegenzuwirken durch den eigenen Lifestyle, das kann man nicht. Also kann ich da nur sagen, schauen, dass man da einfach dem entgegenwirkt. Da kann man auch schon allein bei der Ernährung viel machen. Nicht umsonst passe ich da jetzt auch momentan auf
meine Ernährung auf. Alter. Voll zerstört hier. Nicht umsonst sage ich zu so Fertigprodukten und alles drum und dran, nein, danke, ich koche mir das lieber selber. Heute zum Beispiel habe ich ja gesagt, Pizza habe ich gekocht, gebacken. Und das hat mich eigentlich ziemlich genau eine Stunde Zeit gekostet. Einfach nur das Kochen und dann auch das Abwaschen daneben. Das war schon eine Stunde lang, ging das. Natürlich frisst das sehr viel Zeit, wo man was anderes machen könnte. Aber es ist halt die Frage, was tust du mit deiner Freizeit? Was willst du da anstellen mit? Und ich glaube, dass selber kochen auch mit möglichst Naturprodukten, das ist, wo du dir gerne mal die Zeit nehmen sollst. Weil, wie schon gesagt, in der Ernährung steckt so viel drinnen, so viel giftiges Zeugs, wenn man das so konsumiert die ganze Zeit. Schon allein dieses ganze Cola-Gesöff und was da alles gibt. Oder Energy-Drinks ist ja auch bei Jugendlichen jetzt so beliebt. Man sauft sich da als Jugendlicher zum Beispiel auch schon mit den ganzen Energy-Drinks voll. Das ist alles sowas von schädlich. Deswegen kann ich auch nur ans Herz legen, möglichst schauen, dass man da selber kocht, weil dann weiß man halbwegs, was da wirklich alles drinnen ist. Natürlich kommt das, oder das, was du so kochst, das kommt ja von irgendwo her. Da tut man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt Fleisch kochen will, zum Beispiel, tut man sich ja auch Zeugs rein, was schädlich sein kann. Aber da kannst du ja selber dann aufpassen beim Einkaufen. Und da hast du dann die Wahl. So kannst du dann zum Beispiel dem Ganzen entgegenwirken. Mensch. Niederlage fortsetzen. Deswegen kann ich da sagen, es ist scheiße. Es ist auch keine Garantie, wenn man sich jetzt eher gesund ernährt, sagen wir jetzt mal, wo man selber schaut, was man so konsumiert. Es kann natürlich sein, dass das einfach auftaucht. Und ich sollte jetzt auch mal, damit möchte ich mich jetzt auch mal bald beschäftigen. Weil ich jetzt auch mal wirklich mal wieder Zeit habe in meinem Leben für sowas. Nämlich, ich wollte mir selber da jetzt mal, wie heißt das, wenn man seinen Kopf anschaut, dass da irgendwas Falsches läuft oder so. das will ich mir sowieso anschauen, weil es kann ja vielleicht sein, dass das irgendwie so eine Erbkrankheit ist, die einfach weiter geerbt wird, was da mein Vater gehabt hat mit dem Gehirntumor. Und da möchte ich schon mal schauen, auch bei mir selbst, ob dahinter was steckt, ob jetzt irgendwas schon in die Richtung, ja, in die Richtung geht bei mir. Ich denke mal, das ist auch extrem wichtig, dass man regelmäßig mal seine Daten checken lässt, ne? Ich mach's zwar auch nicht gern, jetzt immer wieder Blut abnehmen, jetzt alle 3-4 Monate, um jetzt einfach mal meine Stoffwechselwerte anschauen zu lassen. Ist ja auch nicht geil, wenn man da eigentlich den ganzen Tag versaut hat, weil zuerst Blut abnehmen mit Spritze und du hast eh so schlechte Venen. schlechte Gegebenheiten, wo man schlecht Blut abnehmen kann mit. Come on. Was soll denn das? Okay, ich gehe lieber mal hierher. Ja, es ist halt ziemlich nervig und kann bescheuert sein, aber wie schon gesagt, was du mit deiner Freizeit machst, das bleibt dir überlassen.
wenn du nie in deinem Leben darauf hinarbeitest, dem entgegenzuwirken, diesen ganzen Krebs- und Tumorbildung und so. Sondern wenn du dauernd ungesund lebst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du vielleicht mal das genau sowas dann gebildet wird in deinem Körper. Vor allem, wenn du eben dieses ganze Giftzeug zu dir nimmst und dich da überhaupt nicht damit beschäftigst. Da ist zwar bescheuert, aber bist auch selbst irgendwie schuld. Wenn man es jetzt einfach mal so richtig hart sagen muss. Ne? Und vieles kann natürlich dann auch einfach so passieren, aus dem Nichts, was dann extrem bescheuert ist, ne? Wo du dann wenig machen kannst. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Vermutung von meiner Mutter gewesen, wie es bei meinem Vater so enden konnte. Mein Vater war halt jemand, der sehr, sehr gerne telefoniert hat mit dem Handy. Ohne Lautsprecheranlage. Immer ans Ohr gehalten und so. Und ich glaube, das könnte natürlich auch sein mit der Strahlung und mit dieser Wärme und alles drum und dran, dass das so einen Tumor auch irgendwie ernähren kann, wenn man das jetzt so blöd sagen kann. Und da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. Da, was ich jetzt in meinem Leben so mir vorstellen kann, was mir in den Hintern beißen kann. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da jetzt so gern drauf verzichten würde, ist Musik hören. Ich habe halt gern meine Ohrstöpsel drinnen. Beim Musik hören. Und ich glaube, genau sowas ist auch noch nicht so erforscht, dass man sagen kann, das ist eigentlich ungesund oder das und das. Weil das ist ja eigentlich auch etwas, was erst die letzten paar Jahrzehnte erst ansteht, ne? Dass man da jetzt mehr mit den Kopfhörern in Kontakt ist. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kann ich mir selber mal, wo wir jetzt das Thema mal konkret so angesprochen haben, kann ich da wirklich mal nur jeden zweiten Tag vielleicht wählen. Ja, nur jeden zweiten Tag oder jedes zweite Mal Kopfhörer, also Musik hören daneben, wenn ich mal außer Haus bin, weil jedes Mal, wenn ich rausgehe, höre ich eigentlich Musik dann. Und ich kann mir halt auch vorstellen, zumindest jetzt in meinem Lifestyle, dass genau das sein, wie, sein kann, was schädlich für mich sein kann. Auch jetzt hier daheim, wenn ich jetzt Videos anschaue oder so. Ich habe da zwar jetzt nicht die In-Ear-Ohrstöpsel, sondern die jetzt das ganze Ohr umschließt, so Kopfhörer. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt so auch gesund sind. Am YouTube muss das jetzt sein. Wenn man das jetzt jeden Tag benutzt. Aber wie schon gesagt, macht, glaube ich, jetzt auch nicht sonderlich viel Sinn, jetzt gleich irgendwie Panik zu machen in seinem Leben. Man kann ja trotzdem schauen, dass man in anderen Lebensbereichen einfach mal da entgegenwirkt. Vor allem, was jetzt Nahrung betrifft. Die Ernährung, da denke ich wirklich, muss man das umstellen. Das kann man auch ziemlich gut umstellen. Ist halt das Blöde, dass Ernährung eigentlich Gewöhnungssache ist, ne? Das hatten wir eben jetzt in diesem Semester die Thematik gehabt mit Ernährung, was halt eigentlich die ersten Lebensjahre ausmacht, an was du dich so gewöhnst. In anderen Kulturen zum Beispiel sind die Kinder eher so Gemüse gewöhnt, weil das einfach ganz normal ist, aber bei uns ist eher dieser Süßkram gang und gäbe. Auch jetzt irgendwie bei Kinderspeisen und so, da ist immer unnötig viel Zucker und Süßes drinnen. Und so wird auch unsere Gesellschaft herangezüchtet, ne? Und da ist es auf jeden Fall
Da braucht man sich nicht wundern, wenn es bei uns dann Probleme gibt wegen genau diesem Grund. Und dass auch man dann weniger gewillt ist, irgendwie andere Nahrung oder seine Nahrung umzustellen, wenn man nur das eine gewöhnt ist. Von klein auf. Naja. So, jetzt schaue ich mal wieder. Hast du was geschrieben? Schon so mein Leben runter machen. Und ja, wenn man wirklich so einen hat. Es ist halt schwierig. Es ist halt wirklich schwierig, vor allem wenn man vielleicht auf sich allein gestellt ist dann. Wenn man dann so ein Schicksalsschlag hat, sage ich jetzt einfach mal. Aber sagen wir es mal so, so großes Pech wie mein Vater zum Beispiel, das ist nicht gang und gäbe. Mein Vater hat ja wirklich den allerschlimmsten Gehirntumor erwischt, den man nur haben kann. Und wenn man... Na, es gibt keinen guten Tumor, wenn man das so sagen kann. Aber es gibt sehr wohl welche, die jetzt nicht so schlimm sind wie jetzt die anderen, wo es dann noch Hoffnung gibt. Da muss man sich halt wirklich reinsteigern. Aber auch, würde ich sagen, im Falle von einem Krebs oder Tumor, einfach aufpassen, was dir halt so angetan wird durch die Behandlung. Da muss man wirklich ein Hauptaugenmerk drauf legen. Also, Vanni, was ich zu dir sagen kann, falls du wirklich da so große Angst hast davor, wenn sowas wirklich unwahrscheinlicherweise, muss man auch sagen, passiert, dann würde ich schon irgendwie deinen Mitmenschen, die auch davon betroffen sind, jetzt irgendwie auf indirekte Weise, würde ich auch den Mitmenschen dann sagen, sie sollen aufpassen auf dich. Auch was jetzt die ganzen Medikamente betrifft. Ob das wirklich alles, was dir so angeboten wird, hilft. Und jetzt nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, weil die ganzen Medikamente, die mein Vater bekommen hat, die haben schon einen positiven Effekt gehabt, dass der Gehirntumor nicht gewachsen ist, dass man den entgegenwirkt. Aber da muss man sich dann schon die Frage stellen, will man so weiterleben mit diesen Nebenwirkungen, die dich einfach nur zerstören? Das muss dann jeder selbst entscheiden. Wir haben dann, oder meine Mutter hat dann einfach aufgehört. Oder einfach gesagt, nein, so geht's jetzt nicht mehr weiter. Wir versuchen das jetzt auch noch irgendwie auf natürliche Art und Weise mit Naturprodukten zu schaffen. Weil das ja auch keinen Sinn macht, so zu leben. Und da würde ich auf jeden Fall an dieser Stelle auch mal mit den Eltern oder darüber reden, was wäre wenn, ne? Dass man einfach mal Bescheid weiß, was eigentlich, wie der Betroffene jetzt eigentlich so darüber denkt, wenn mal sowas passiert. Was dann dir lieber ist. Wirklich gesund zu werden zu 100%, egal was kommt, oder falls es wirklich so ekelhafte Nebenwirkungen gibt, die dich zerstören. Und das jetzt auch eigentlich ein ganzes Jahr lang oder so, die ganze Behandlung lang, und es eigentlich, ja, wie soll man sagen, das Risiko da ist, dass das dann das ganze Leben lang da ist, diese Nebenwirkung, was man da in dieser Situation tut. Ob man da eher drauf verzichtet oder, ja, da würde ich schon mal darüber reden, würde ich sagen. Und wie schon gesagt, es kann sicher nicht schaden, einfach mal darüber zu reden, über eine Thematik, die mir jetzt wieder beim Reden entfallen ist. Was wollte ich denn sagen? Tumor, was tun, Krebs, was wollte ich denn noch sagen?
Ach ja, das. Dass man einfach aufpassen soll, dass deine Mitmenschen aufpassen, weil wenn du da durch die ganze Krebsbehandlung, durch die ganze Strahlung und was da alles dazugehört, bist ja voll zugedröhnt, nicht? Kann ja sein, dass du da noch nicht so konkret das durchblicken kannst, was mit dir passiert. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man einfach hergeht und jetzt auch seine Mitmenschen mal sagt, hey, könnt ihr für den Fall auch auf mich aufpassen, ne? Welche Tabletten, Medikamente ich konkret bekomme in diesem Fall, da muss man sich halt dann informieren, was die einzelnen Tabletten und auch die Menge von den Tabletten, was die so machen. Da muss man sich halt dann wirklich informieren, was das alles macht und ob das wirklich hilfreich ist. Weil man darf nicht so sein Vertrauen in die ganzen Ärzte haben. Weil es ist dann eine reine Glückssache, ob du jetzt wirklich einen gescheiten Arzt erwischst, der es auch gut mit dir meint, oder einen Arzt erwischt, der einfach nur seine Medikamente loswerden möchte. Das ist halt das Ekelhafte an der ganzen Situation. Deswegen würde ich da generell sagen, um jetzt auch dieser Angst vorzubeugen, einfach den Mitmenschen einfach mal sagen oder einfach mal darüber reden und dann den Mitmenschen sagen, hey, wenn mal sowas passiert, was die Medikamente betrifft, einfach einmal aufpassen. Auf mich. Informieren, was mir da eigentlich gegeben wird. Und dann kann man, glaube ich, viel besser arbeiten mit. Weil das haben wir jetzt auf die harte Tour lernen müssen. Come on. Das haben wir auf jeden Fall jetzt auf die harte Tour lernen müssen mit unserem Vater. Wir haben ja auch nicht gedacht, dass das so abläuft mit den ganzen Ärzten. Dass die so ekelhaft sein können. Wer denkt denn auch schon so dran? Deswegen habe ich auch letztes Jahr so vor mir gegeben, dass ich eigentlich immer negativer eingestellt werde und so, weil ich da immer jetzt Parallelen gesehen habe, was jetzt in diese Richtung geht, ne? Dass man eigentlich das Vertrauen missbraucht von den gutherzigen Menschen. Ja. Deswegen muss man da selber sehr, sehr aufpassen. Das ist zumindest jetzt der Entschluss, den ich jetzt hier so gefasst habe. Dass man wirklich aufpasst. Man muss halt wirklich hinterfragen. Das hat nichts damit zu tun, wenn du jetzt jemanden misstraust, dass du jetzt irgendwie böse bist deswegen oder so. Das hat nichts mit dem zu tun. Du musst dich selbst schützen, ne? Deswegen muss da jetzt auch irgendwie misstrauend sein, weil die Menschen können halt so richtig ekelhaft werden. Deswegen würde ich da auch vorschlagen, einfach nicht blind losvertrauen, sage ich jetzt einfach mal. Weil es muss halt, oder es braucht nur ein bescheuerter Mensch auftauchen, so ein gieriger, so ein richtig ekelhafter, und damit hat sich's. Dann hast du richtig verkackt. Und von diesen Menschen gibt's leider sehr viele da draußen. Wichtig ist, dass man auf sich selbst schaut. Macht ja auch irgendwie wenig Sinn, dass man sich da ausnutzen lässt. Welchen Zweck dient denn das? Naja. Ich werde diese Thematik nicht los, ich sehe schon. Bereit los. Ich habe noch nie einen Energy Drink getrunken. Ich habe einmal getrunken. Ich habe mal Red Bull getrunken, weil ich mal wissen wollte, warum das jetzt so beliebt ist und warum. Ne, warum einfach. Und das hat mir so. Was war das für ein ekelhaftes Gesöff? Muss ich ehrlich sagen.
So extrem süß auch noch. Warum trinkt man sowas? Und man braucht jetzt nicht daherkommen, weil ich habe das Gefühl, auch unter Energy Drinks oder generell die Marke Red Bull ist nicht so beliebt. Auch die anderen Energy Drinks sind so ungesundes Gesöff, dass man lieber wegschütten sollte. Und dieses Detail, ne? Dass man hier King K. Rool am Boot. Oh, deswegen liebe ich dieses Spiel hier so. Steckt so viel Detail drinnen. Was nicht sein muss, aber sie haben es trotzdem irgendwie eingebaut hier. Naja. Aber ich kann eigentlich auch sagen, ich habe noch nie das getrunken. Außer halt das einmal, wo ich es mal probieren wollte. Und da habe ich vielleicht eh nur 3 Mal einen Schluck genommen und das war's dann. Also ausgetrunken habe ich das sowieso nicht. Einfach schon allein, weil es mir nicht geschmeckt hat. Es war einfach viel zu süß. Und ihr braucht mir jetzt nicht daherkommen. Aber es gibt ja auch irgendwie ungesüßte oder andere Varianten und das Gesöff sollte man unterlassen, ne? Wenn einem die eigene Gesundheit was wert ist. Vor allem fangen ja auch schon ziemlich junge Kinder an damit. Mit diesem Gesöff. Und das ist erst recht schädlich. Süderle. Gut, wo muss ich denn jetzt hin? So verstrickt hier alles. Geht's hier noch irgendwo hin? Hier in diese Richtung. Ganze Karte kann ich mir da leider nicht anschauen. Frage ist, wie komme ich da hin? Da ist ein guter Weg hin. Da kann ich jetzt schon hin, oder? Ja, die Frage ist, wie? Röntgen, ich glaube, das ist MRT oder irgendwie was in die Richtung, so heißt das. Das ist was anderes. Röntgen ist was anderes als das, was man da mit dem Gehirn tut. Glaube ich, zumindest. Ich will gerade zeichnen. Ja, moin. Deswegen liebe ich hier Smash Bros. Auch. So richtig genial. Toon Link mit einer Knarre. Oder Melinda. Deswegen liebe ich auch Melinda hier. Diesen brutalen Spiel eigentlich. Passt so überhaupt nicht rein. Aber das macht das irgendwie so genial. Und gegeben hier. Meta Knight. Wie ich jetzt die ganzen Charaktere freischalte, die ich nie verwenden werde. So. War das nicht ein Event-Geist? Warum gibt's denn den jetzt im Adventure-Modus? Link gegen Link. Bereit? Bereit? Los. Schon wieder mein Meme. Er knuddelt mich auch. Dann knuddel ich dich auch. Alter, ich will nicht von dir geknuddelt werden, sondern ich will dich knuddeln. Du bist auch noch rot. Unterlassen Sie dies, please. Knuddelattacke. Wie die dauernd haben hüpfen. Und dieser Mie, der nervt so. Schade. Alter, diese Range. Naja, aber nicht mein Problem.
Oh yes, 4000 Legendeschwert. Hey, das wäre wieder sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Mal schauen, wie stark er dann auf Level Dings ist. Auf Level Dings. Geister stärken, please. Wir haben auf jeden Fall schon richtig geile Geister. Richtig geile Geister. Wobei, unter 2000 ist jetzt auch nicht so knorke. Ich glaube, da habe ich schon andere, die mehr wert sind hier. So, auf geht's. Das ist, glaube ich, wirklich jetzt nur noch der letzte Bereich hier. Hier auf der Karte kenne ich mich eh nicht so aus. Oh nein, da steckt ja noch mehr dahinter. Wie groß ist denn das dann noch? Luigi! Gewinne den Kampf und gewinne den Kampf. Aber warum denn? Oh! Bereit, los! Yes. Was nun, Luigi? Luigi, mein alter Freund. Ja, ja. Yes. Fight. Ein epischer Kampf. Nee. Mich kriegst du jetzt nicht dahin. Glaubst du wohl? Hey. Knuddeln? Knuddel! Meine Worte. Knuddel! Ich will wieder knuddeln. Oder Fußtritt. Was willst du? Knuddeln oder Fußtritt? Fußtritt! Ja gut, ich höre schon auf. Jetzt mache ich ernst, Knorke. Sonderlich klug scheint er nicht zu sein, mein Lieber. Yes! Ja gut, einfach Geduld beweisen und dann schaffen wir schon. Tududum. Luigi geht noch nicht. Oh yes. Pokémon Stadium 2. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Weg hier, den wir wählen können. Wer Bowser dient, dem sollst du folgen. Triff deine Wahl. Was ist der andere? Taubnuss. Eine Taubenuss. Wir kämpfen gegen eine Taubenuss. Der Gegner startet mit einem Raketengurt. Was soll denn das? Beach Fitness. Mit so einem Düsenjet. Birdie, Birdie, Bird. Geh weg. Oh! So einfach kann's gehen. Luftangriffe. Danke, danke schön. Hey, wir hätten vielleicht wieder ein bisschen Punkte übrig. Boom. Wissensbaum, erhelle uns den Weg. Alter Verwalter. Waffenresistenz durch Nahkampfwaffen, Schwert und Peitschen. Wäre gar nicht mal so schlecht. Komm. Give me. Was haben wir denn noch so? Versteckt all deine Spezialdinger. Aktivitäten. Wäre sicher auch irgendwie hilfreich, aber nee. Ultra-Schnelllader. Erhöht Ultra-Smash-Ladetempo. Jetzt eigentlich wäre das schon ein bisschen episch. Muss man schon sagen.
Wenn das jetzt auch mal schneller ginge. Ausweich. Das agile, sofortige Erholung und Bewegung nach dem Landen. Wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, komm. Wir gehen jetzt diesen Weg hier. Wie lange streamst du noch? Wird es dir schon langweilig? Gleich persönlich nehmen. eigentlich habe ich geplant bis 20 Uhr, aber jetzt ist schon 21.30 Uhr. Ich werde auf jeden Fall diesen Abschnitt noch fertig machen. Das ist wieder typisch ich. Wenn ich jetzt hier so angefangen habe und es so halb fertig habe, irgendwie... Manchmal sage ich ja, okay, ich kann jetzt beenden, aber hier jetzt in dieser Situation, vor allem wo ich mir vorgenommen habe, eigentlich heute den Storypart abzuschließen, möchte ich wenigstens das hier noch abgeschlossen haben. Es geht auf jeden Fall länger, als ich es mir gedacht habe. Das muss man schon lassen. Lakito hier, ne, mit dem kleinen Bowser. So richtig episch. Alter! Klein Bowsi! Ach, willst du es wissen? Willst du es wissen, mein kleiner Bowsi? Puh! Schauen wir mal, ob es ausreicht. Ja! Oh, ich hätte noch einen übrig gehabt. Oh jeez. Also schauen wir mal, wie lange das jetzt noch geht. Wir haben jetzt eigentlich jeden Weg abgeklappert, oder? Wo geht's denn jetzt eigentlich noch hin? In Before. Hallo? Ja, moin. In Before wir jetzt wirklich den Endboss gegenüberstehen. Alter! Der Subraumarmee, wer wahrer Führer, leitet dich zum... Das ist schon ein bisschen... bisschen lange hier. Aber finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh nein, nicht ein Riesenaffe. Affe, unterlassen Sie dies. Oh oh. Hagelt jetzt die ganze Zeit? Nein. Alter, ich hab dich eigentlich gehabt. Knuddel! Warum? Jetzt schon? Hilfe! Ja gut. War ein bisschen knapp. Aber ich hab's geschafft. Oh yes. Toon Link, unser Held. Ich weiß, dass das jetzt falsch war. Ich weiß... Ne, so, ich weiß es. Aber ich muss es tun. Ich möchte ja hier möglichst viel machen. Die ganzen Geister im Projekt sammeln, das werde ich nicht tun. Auch nicht im klassischen Modus das Maximale mit jedem Charakter erreichen. Das werde ich auch nicht tun. Aber immerhin hier möglichst viel. Ho. Wie wird eigentlich die Smash-Leiste aufgefüllt? Das frage ich mich da schon, weil das ist eigentlich relativ wenig. Oh nein, es wird ja dunkel, glaube ich, ne? Vorbei. Stopp dies. Oh je. Verschwinde von hier. Gewonnen!
Dark Matter. Achso, das war eine Legende. Echt jetzt? Kam mir jetzt nicht so vor. Oder heißt das, ich werde einfach besser? Oh, dass ich sowas erleben darf. Nee, du slidest da. Du slidest es da. Profit! Bayonetta! Stärkere Armangriffe für Gegner. Aber mein PC brummt heute schon ununterbrochen, ne? Bereit? Bereit? Los! Oh. Attacke! Alter! Einfach die Hälfte abgezogen. Voll in den Oberschenkel rein. Das tut mir ja schon ein bisschen sorry. Das ist schon ein bisschen sorry. So, wie viel sind wir noch? Aber es geht eh relativ schnell, ne? Jetzt habe ich gedacht, am Anfang habe ich etwas verpasst und dann... Oh nein, wie kann ich nur... So. Ultraminister. Ist das der Führer? Das war schon irgendwie der Führer. Aber ich habe vorher den Endboss von einem Smash-Titel gesehen. Das ist ja eigentlich der eigentliche Führer. Bereit? Naja. Alter. Was ist denn jetzt los? Haben die keinen Bock oder was? Och nee, nicht das. Ja moin. Geht's jetzt so richtig ab. Mensch! Ich kann so nicht spielen! Nein! Unterlasse dies! Too much! Lasst mich einfach angreifen! Darf ich nicht herumspammen? Oh! Ja komm! Ah, nur einen, hallo! Und gleich den nächsten! Oder alle beide? Nein. So. Nur noch der Schlawiner hier bleibt übrig. Oh Gott. Mann, vergeude doch nicht meine Zeit hier. Willst du die Kiwi? Willst du... Alter! Wie der mir einfach die Kiwi stehlt. Verschwinde. Verschwinde. Was erlaubst du dir eigentlich? Du dummes Ding, du. Dankeschön. Das war dezent nervig. Oh yes. So, war das jetzt der richtige? Tudum. Ha. Medusa. Was ist denn das für eine Medusa? So ein meduseliger Medusa. Hä? Ja, hast richtig gehört. Alter, bist du mega. Oh nein. Die den gestrigen Stream, den letzten Stream geschaut haben, wissen, was an was ich jetzt denke. Oh Gott, jetzt geht mir das, die ganzen Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Oh! Wobei die in den Bildern noch größer waren. Oh Gott. Mir gehen echt jetzt nicht mehr die Bilder aus dem Kopf. Was?
Soll ich's dir wirklich sagen, Bunny? Es ist die dunkle, dreckige Seite des Internets, die ich wahrgenommen habe. Ich hab's damals auf Twitter auch erwähnt. Ich glaube, du hast da eh mal diesen Twitter, den Tweet geliked oder sowas. Bist drauf eingegangen, kann ich mich noch erinnern. Es ist, it's your choice, sage ich jetzt einfach nur mal. Ob ich das jetzt nochmal wiederholen soll? Was? War das ein Ja? Alter. Schon wieder ein Riesen. Warum tauchen jetzt die ganzen Riesen auf? Ich habe noch kein Ja. Und dann noch so ein Riesenfuß taucht auch jetzt noch auf. Das schaut euch an. Das ist das, was ich gestern angesprochen habe. Das ist wirklich ein Wahnsinn hier. Attacke! Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Ha! Gewonnen! Gewonnen. So. Und nein, Wanni, ich werde es dir jetzt nicht erzählen. Du hast kein eindeutiges Ja gegeben, also... Pech. Wobei, das muss man gar nicht. Alter! Ich hab keine Wahl! Was ist denn das für einer? Kann das ein Kirby-Gegner sein? Was? Was? Okay, das schaut schon aus, dass du Interesse zeigst. Ich habe gestern davon berichtet. Oh Gott, schaut euch das an. Richtige Horrorshow hier. Ich habe gestern davon berichtet, von meinen Erlebnissen, was ich da so gemacht habe, wo ich mal absichtlich mal nach versauten Sachen auf Pixiv nachgeschaut habe, wo ich mich einfach mal da hinabbegeben habe, auch auf, ja... Generell, auch auf Twitter habe ich da hin und wieder mal was gesehen. Auch auf YouTube so Videos gesehen, irgendwie so ziemlich kranker Scheiß, wenn man das so sagen kann. Und ich habe da halt sehr vieles entdeckt. Und unter anderem waren da irgendwie so komische Fetische von Riesenmädels, die auf eine Armee von Menschen getreten ist, barfuß, und dann so Dirty Talk getalkt haben, ne? Es geht eben auch hauptsächlich um Fußfetisch. Auch, habe ich gesehen, Furzfetisch, die haben sich darauf gesessen und haben dann angefangen zu furzen. Aber hauptsächlich ging es um Fußfetisch und da haben es dann verschiedene Sachen gemacht. Mit diesen kleinen Leuten, die dann in den Zehen gefangen sind. Und die haben dann dauernd so Dirty Talk gemacht. Das war einer jener Accounts, die dann auch in Englisch geschrieben haben und nicht in Japanisch. Und da konnte man dann mal lesen, was die da schreiben. Das war so bescheuert. Und jetzt, wo ich da eben so eine Riesenfrau gesehen habe, musste ich wieder dran denken. Und jetzt auch Bayonette mit dem Riesenfuß, das war genau das. Nur hatten die jetzt irgendwie Schuhe an, die anderen hatten aber eher, waren barfuß oder hatten halt Socken an. Und ja, das hatte ich halt gestern gesagt und an das muss ich jetzt wieder dezent denken. Weil ich denke, wenn man das jetzt im Kopf hat, ist es irgendwie verständlich, dass man an das gleich wieder denken muss. Es war auf jeden Fall sehr bescheuert. Und da gab es einige Bilder, habe ich gesehen von. Die haben diese Thematik richtig ausgeschlachtet. Also so ein Fetisch, erstens mal Fußfetisch, dann noch niedergetrampelt zu werden, ne? Das kommt ja auch dazu. Riesenfetische, kann man sagen. Da kam sehr, sehr viel. Kam da auf jeden Fall. Und das war
dezent verstörend. Manches war wirklich so verstörend, dass es dann auch wieder mal lustig war. Zum Beispiel das mit den Riesen. Das war irgendwie so bescheuert, dass es auch irgendwie lustig war. Manches ist dann, geht wirklich, also was Sexuelles betrifft oder so, geht wirklich eindeutig zu weit, habe ich ja auch gestern gesagt. Da gibt's kein, es ist ja eigentlich ja nur lustig und bla bla bla. Das geht einfach zu weit. Vor allem, wenn jetzt irgendwie Erwachsene mit Kindern auch schon interagieren, auch auf sexuelle Art und Weise. Und da ist wurscht, ob da die Gliedmaßen dabei sind oder ob es jetzt auch nur in Anführungszeichen irgendwie ein Fetisch wie Fußfetisch ist. Das ist einfach nur falsch. Aber das war irgendwie so komisch. Oder was eigentlich auch für mich irgendwie so grenzwertig war, eben das mit dieser Sklavenakademie, wo jetzt so 13-jährige Jungen Leute wie Sklaven behandelt haben, wie so 6-Fuß-Sklaven. Das ging auch wieder um Fußfetisch. Und das war zwar auch sowas von falsch, was da alles dargestellt wurde, aber es war irgendwie, das ging dann auch irgendwie in die Richtung, wo es dann einfach nur noch bekloppt war. Also ich beschäftige mich generell jetzt nicht so mit solchen Inhalten, weil es mich einfach nicht wirklich so interessiert. Aber da wollte ich es mir halt einfach mal anschauen, weil ich mal wissen wollte, warum und auch irgendwie das Wie, was auf welche Gedanken die Leute so kommen. Und ja, es war irgendwie verstörend, hauptsächlich verstörend, ja. Würde ich sagen. So, wie findest du sowas, sagt die, die ungewollt Freizüge sexuelle Sachen von meistens Anime-Charakteren findet. Z-Leveler. Ungewollt, in Anführungszeichen. Das Bescheuertste war sowieso, wie diese Jungen da in dieser das war wirklich so eine Schule, wo die auch gelernt haben, wie man so, keine Ahnung, so Fußsklaven behandelt. Das war irgendwie so. Hauptsächlich war es halt wirklich, what the fuck? Was läuft falsch mit euch? Aber das war halt wirklich dann nach einer Zeit wirklich dann so bekloppt. Vor allem, weil das ja hauptsächlich Fußfetisch war und auch irgendwie so ein Pfurzfetisch. Die haben sich da auf die Leute raufgesessen und haben dann rumgepurzt. Das war jetzt japanisch geschrieben, also kann ich schlecht sagen, was die da gesagt haben. Aber ich habe halt oft bei den Dialogen Herzen gesehen, also kann man sich schon irgendwie vorstellen, um was es da jetzt wirklich ging. Und ja, beim Furt-Fetisch kam, glaube ich, auch hinzu. Das war sowieso das Bescheuerste. Da war ein älterer Jugendlicher, sagen wir, der war jetzt so 15 Jahre alt oder so. Der hat den Jüngeren das gelehrt. Auch vorgezeigt, wie man das jetzt so macht. Und währenddessen sind die Jüngeren an ihren Tischen gesessen, aber die Stühle, die waren, das waren Gesichter von Menschen. Die haben halt ihr Genick halt so nach oben getan und da sind sie halt drauf gesessen, die. Und das ist sowas von verstörend eigentlich, aber irgendwie noch, irgendwie auch so bescheuert, dass man dann irgendwie nur lachen muss. Wenn das Realität wäre, dann könnte ich da nicht lachen, aber weil das ja auch irgendwie fiktives Zeugs war, war es auch in einer gewissen Art und Weise, obwohl es eigentlich verstörend war, amüsant. Es war halt wirklich. Aber ich kann sowas auf jeden Fall nicht empfehlen, auch sowas zu machen. Und ich habe dann nicht einmal in diese ab 18 reingeschaut. Das waren hauptsächlich jetzt nur so frei zugängliche Bilder oder einfach Werke, die auf Pixiv gepostet wurden. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nur so Fetische gesehen. Und jetzt nicht was Ärgeres, wo jetzt hauptsächlich nur was mit Sex oder mit Gliedmaßen oder was, obwohl ich da auch einiges gesehen habe. Also so ist nicht.
Da gibt es auf jeden Fall einige, die das nicht kennzeichnen. Und das ist auch irgendwie das Falsche. Hauptsächlich, wenn ich wirklich so was Sexuelles dann gesehen habe, war es dann hauptsächlich, waren da auch irgendwie Jüngere dabei. Und das finde ich auch wieder, da gibt es für mich auch nichts zu lachen. Das geht einfach viel zu weit. Das geht dann auch einfach überhaupt nicht. Aber das, was ich so erzählt habe, das ist zwar auch sowas von komplett falsch, aber irgendwie in einer gewissen Art und Weise auch irgendwie wird das dann so bekloppt, dass es irgendwie auch dann lustig ist. Wo man einfach nur da sitzt und sich fragt, what the hell, was ist hier los? In der Summe 11 Charaktere habe ich da was gesehen. Ich habe da eine Handvoll Bilder gesehen, die meisten, ich sage jetzt nur eines, ging dann auch wieder in eine verstörende Richtung. Ja, eigentlich sind alle verstörend, aber wo halt wirklich was gemacht wurde und dass man dann auch gesehen hat. Und das andere war hauptsächlich irgendwie nur, was auch schon ziemlich weit geht, wie jemand gezeichnet hat, wie man mit einem Anime-Charakter irgendwie schon im Bett ist und der da irgendwie eh noch Sachen anhat, aber irgendwie schon so irgendwie das Kleid schon ein bisschen so hinuntergerissen und was man da alles sieht, das war halt auch so, naja. Und ja, das, was man so gesehen hat, was wirklich dargestellt wurde, hat wieder was mit Fußfetisch zu tun. Ich glaube, das ist wirklich der beliebteste Fetisch, was man so sieht. Zumindest auf Pixiv habe ich das Gefühl, wo wieder da herumgeschlabbert wurde an einem Fuß. Ja. Naja. Sollen wir das jetzt noch machen hier? Oder halten wir uns das für nächstes Mal auf? Ich glaube, das halten wir uns für nächstes Mal auf. Ja. Jetzt haben wir auch wieder irgendwie hier in dem Projekt werden sehr viele Thematiken nochmal aufgegriffen. Ja gut. Aber wie schon gesagt, ich auch wenn vieles irgendwie so gestört ist, dass es dann auch irgendwie amüsant ist, kann ich es wirklich nicht empfehlen. Zumindest an jenem Tag, wo ich mir eben das alles angeschaut habe, konnte ich nicht wirklich gut einschlafen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, habe ich glaube ich auch von einer Sache, was ich da so gesehen habe, dann auch noch geträumt. Also ich kann das wirklich nicht empfehlen. Ich habe jetzt mal in die Dunkelheit geblickt und Gutes sage ich jetzt einfach mal. Es reicht jetzt. Wobei ich auch gesagt habe gestern und das würde ich auch heute noch sagen, ich würde mir, wenn ich jetzt Japanisch könnte, würde ich da einige Sachen mir nochmal anschauen, weil mich einfach interessieren würde, was da für ein Dirty Dog dahinter steckt, weil das meiste ja Japanisch war, wenn irgendwas gesprochen wird. Das würde mich schon interessieren, was die da immer dann labern. 500 Einträge. Naja, aber ich wurde zwar jetzt beschmutzt durch diese ganzen Inhalte, die ich gesehen habe, aber ich bin jetzt auch irgendwie in einer gewissen Art und Weise vorbereitet. Vor allem, weil ich das ja auch aus mehrerer Sicht irgendwie mir angeschaut habe. Ne? Ich habe ja auch gesagt auf YouTube, Luxury Pranks ist ja der Kanal, die gezeigt haben im Real Life, egal ob das jetzt gestaged war oder nicht, was da gezeigt wurde, aber das war so eine Art versteckte Kamera, wo die eben solchen Leuten auf die Spur gegangen sind, die sich jetzt mit Jüngeren treffen wollten. Also so 30-Jährige oder so, die sich mit 15-Jährigen oder gar 12-Jährigen treffen wollten. Das war halt auch ziemlich verstörend. Und vor allem verstörend auch,
weil man da gewisse Parallelen gesehen hat, was die da von sich so gegeben haben und das, was ich jetzt fiktiv so gesehen habe. Ich habe mir auch die Kommentare auf Pixel immer wieder mal durchgelesen, weil da einige Westliche kommentiert haben in Englisch. Und das sind halt irgendwie ähnliche Ausdrucksweisen wie die, was man da in den Videos gesehen hat. Und das ist halt schon... Das ist dann schon verstörend. Also das ist für mich dann nicht mehr lustig, was ich da gesehen habe, sondern das war dann wirklich ziemlich verstörend. Naja. Aber ich habe es auch gestern gesagt, das Wichtigste ist einfach, man muss selber einfach aufpassen. Und ich habe auch vorher gesagt, Misstrauen ist eigentlich schon angesagt, um sich selbst schützen zu können. Ist leider so. Ich hätte auch gerne eine andere Welt, wo man sich gegenseitig wirklich gleich vertrauen kann, auch eher Fremden, aber so ist halt unsere Menschheit. Da muss man leider mit Misstrauen rangehen. Und vor allem, was jetzt sowas betrifft, sich jetzt wirklich mit Älteren treffen, obwohl man noch minderjährig ist, da muss man wirklich aufpassen. Vor allem, wenn man sich allein treffen möchte mit denen. Naja. Ja. Das mal zu dem. Ich denke mal, soll ich noch einen Klassisch-Modus machen? So, Wanni, hättest du noch Bock auf einen Klassisch-Modus? Das wären vielleicht 6 Kämpfe noch. Klassisch. Mit einem Charakter hier. Auf wen hättest du Bock? Ich würde da sogar jetzt auch sagen, kannst gerne auch einen Fire Emblem-Charakter wählen. Weil das oft was mit der Serie an sich zu tun hat. Dieser klassische Modus. Und ich mich ja mit den Leuten nicht wirklich so auskenne. Aber du kennst dich dann eventuell aus und dann kannst du sagen, ah, deswegen und so. Wir haben bis jetzt Toon Link gespielt, das war Tour der Teamwork. Da hast du einfach mit anderen Toon Links gegen andere Teams gekämpft und das war halt auch so eine Anspielung an das 3DS-Spiel. Das ist, da gibt mit Toon Link Pokémon Trainer, gab's einfach immer in der Pokémon Arena so Battle. Ein zukünftiger Champion, ne, gegen Pokémon. Rosalina und Luna. Oder Pit oder Dark Pit. Ich würde sagen, Rosalina halten wir uns auf, weil damit kann ich mich jetzt. Da kann ich sicher was anfangen mit. Aber Pit wäre vielleicht interessant. Schauen wir mal, was hatten wir? Irgendwie das Blaue gefällt mir. Blond gibt es ihn auch noch. Und dann schauen wir uns mal Pit an. Kannst du mit seiner Serie was anfangen? Das ist eher die Frage. Ich mache einfach. So, dann schauen wir mal. Let's go. Pity Blond? Dunkle Samus. Es ist aber in dieser Hinsicht auch spannend für mich, herauszufinden, was das jetzt mit der Serie zu tun haben könnte. Jetzt der Kampf gegen Dunkle Samus. Ich weiß, dass Pit irgendwie so ein Engel ist. Palutena ist irgendwie die Anführerin und ich glaube, das ist eine Gottheit, oder? Also Dunkle Samus, also kämpft man in der Serie gegen böse Leute. Nur das Let's Play bei so geschaut. Guter Geschmack übrigens. Ich habe mir nicht mal das Let's Play angeschaut, also kann ich da schlecht was sagen. Oh mein Gott, das. Los! Attacke! Alter, ich werde hier gebaitet. Aber es hat auf jeden Fall was mit Finsterlingen zu tun. Ne, Bowser ist ja eigentlich auch ein böser Rich. Oho!
Baby Bowser. Wobei Baby Bowser oder Bowser Jr. eigentlich. Alter. Eigentlich eh ein kleiner Knuffi ist. Also so böse ist er gar nicht. Kann er doch nichts dafür. Für die Erziehung hier. Vom bösen Bowser. Der K.O. war ziemlich unnötig. So, dunkle Samus. Und die Bowser Gang. Und Ganondorf. Für mich scheint es jetzt wirklich so zu sein, dass es ein Kampf gegen die Bösen ist. Und ich glaube, darum ging es ja auch in der Serie, oder? Denke ich mir mal. Wenn ich mal bedenke, dass Pit ein Engel sein sollte. Und er hier jetzt kämpft. Gegen die bösen Böseriche. Ja, und ein Engel? Ja, er hat Engelsflügeln. Es wirkt für mich so. Wenn du mehr Input hast, kannst du ja auch miträtseln, ne? Das hängt alles irgendwie ein bisschen zusammen, die Kämpfe, ne? Eine gewisse Thematik steckt dahinter. Und jetzt Finsterer Pit. Was auch immer die Story hinter Finsterer Pit ist. Ja, moin. Ich habe einen Pokéball gehört. Poki? Pokéball. Yes. Da, nicht attackieren, was soll denn das? Autsch. Ja, gut. Nein! Unterlassen Sie dies. Oh, ich will dich mit der Banane killen. Nein. Ende. Ende! Und das Team! Quokwu! Ja, er ist ein Engel. Dark Pit! Ist Dark Pit auch ein Engel? Die Story von Dark Pit. Weiß. Ich glaube ich. In etwa lol. Die Story von. Oh. Also hat das vielleicht. Na, aber das würde dann eher zu Dark Pit passen, ne? Das ist ja jetzt eine Art Story. Bayonetta. Die jetzt zu Pit passen sollte, nicht? Ist Bayonetta eine böse? So, richtig gegeben. Ho! Schaut aber cool aus, muss ich jetzt sagen. Dieser Screen hier. So richtig am Angreifen. Ein dunkler Engel, lol. Lol. Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen, jetzt bei Dark Pit. So. Kennt Bayonetta nicht so gut. Und jetzt gegen Palutena? Mit Dark Pit? Was ist denn hier los? Ist für mich auf jeden Fall mal extrem verwirrend. Warum kämpfen wir jetzt gegen Palutena? Sollte die nicht irgendwie zu uns gehören? Was soll denn das? Und warum kämpfen wir Seite an Seite mit Dark Pit? Oder ist Palutena eigentlich in Wahrheit böse? Böse, böse, böse! Pit mit einer Knarre. Ich werde dich vernichten. Ich bin gespannt, welcher Boss da auf uns wartet. Ende. Episch. Schau dir das Let's Play an. Vielleicht will ich das selber mal zocken. Und dann würde ich mich spoilern. 8,3 hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht. Pit ist sowieso ein Charakter hier jetzt in Smash, den ich auch in Erwägung ziehen würde. Das ist mir
doch nicht so wurscht. Könnte ich mir wirklich in Erwägung ziehen, dass ich den auch zocken möchte, ne? Stelle ich mich ja auch nicht so schlecht an, ne? Oh my goodness! Stop this! Oh Mann, genau, jetzt bin ich so lahmarschig. Warum bin ich jetzt auf einmal so lahmarschig? Hilfe! Oh. Hier kann man besser hüpfen mit dem Knopf. Gute Entscheidung. Geschafft! 100.000. Und jetzt noch der Endboss. Wer könnte denn das jetzt sein? Ein Special Endboss oder ein weiterer Charakter? Master. Meisterhand und Crazy Hand. Aber mit dunkler Pitching wieder. Wären das dann die besten Buddies ever oder was ist hier los? Oder sind das ein und dieselbe Person? Attacke! Gemeinsam diese crazy Hände besiegen. Dann erfinde ich halt meine eigene Story. Bis jetzt haben wir gegen die bösen Finsterheiten gekämpft. Und diese Hände stellen die ganzen perversen Leute dar, die Fußfetische haben. Und weil ja Pit hier mit Sandalen herumlaufen, können die es kaum erwarten, diese Füße zu betatschen. Und die bekämpfen wir jetzt. Das ist der wahre Endboss. Oh nein, schaut nicht in das Loch! Wir wurden gebaitet. Aber auch interessant. Ist wirklich interessant, dass die Kombi-Attacken haben. Oh oh. Attacke! Gegen diese Perverslinge! Oh! Muss auf jeden Fall aufpassen hier. Das hilft nichts. Stop this madness. Oh nein. Er reibt sich an die Hände und das war's. Fortsetzen. Oh, jetzt werden wir wieder zurückgeworfen. Ach so, das ist jetzt eh einfach. Wenn ich keine blöden Fehler mache. Oh nein. Der letzte Angriff. Währenddessen werde ich da voll angegriffen. Und besiegt. Gut gemacht, finsterer Freund. Das musst du selbst herausfinden. Ja. Wenn! Ich hatte sau Angst. Gut gemacht. Was? Warum hast du Angst? 8,2 war, glaube ich, bis jetzt das Beste. Jo. Das ist übrigens, was ich dann nach dem Story-Modus dann noch vorhabe. Mit jedem Charakter das zumindest einmal durchspielen. Ich glaube, es geht bis 10 oder bis 9. Ich habe jetzt 8,2 erreicht. Das ist jetzt nicht mein Ziel, mit euch das zu schaffen. Hier die 100% sage ich jetzt einfach mal das Beste, was man erreichen kann. Das ist jetzt wirklich wahrlich nicht mein Ziel. Aber ich würde mir das gerne anschauen, was da so auf uns wartet. Und versuchen... Ja, die Story dahinter zu checken. Bis jetzt habe ich mit Toon Link und mit dem Pokémon-Trainer meine Stärken gehabt, weil ich die Serien ja kenne. Aber jetzt hier hatte ich absolut keine Ahnung. Habe ich nur geratet, was das sein kann. Und ja, die Story mit den Perverslingen als Endboss, das... War voll ernst gemeint, dass das auch in der Serie dann so ist.
Attacke! Aufladen und kaboom! Attackieren hier! Wie alles explodiert. Krieg ich hier die Punkte auch zusätzlich für einen besseren Rang? Schaue ich mir jetzt mal an. Wenn nicht, dann werde ich das die nächsten Male einfach überspringen. Ich glaube, das ist eher so eine Art Minigame. Ist auch bis jetzt das Beste, was ich so erreicht habe. Soll das heißen, ich soll da bitte Pit mainen. War das vom Schicksal mir jetzt gezeigt? Help! Ich sehe da unten jetzt auch Geschenke, also vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt oder Punktestand kriege ich dann vielleicht ein paar Items. Das wäre dann vielleicht gar nicht mal so blöd, die Punkte hier zu sammeln, aber das ist eher was zum Grinden, habe ich das Gefühl. Oh, das ist auch interessant. Dass am Ende die erscheinen, das finde ich auch genial. Oh, wieder ein episches Bild. Ein richtig episches Bild hier. Besiegt 113, Treffer, bla. Weiter hier. Wenn du das Spiel dir holen würdest, dann musst du wissen, wer da kommt. Oder was die reden, da man richtig sein kann, aber willst auch nicht sterben. Ja gut. Und du musst dir das wahrscheinlich auch durchlesen, oder? Ist ein bisschen unpraktisch, habe ich das Gefühl. Na Karl. Du bist selber so ein Karl. Endergebnis. Wandbild. Oh. Ein Bandit auch noch. Keine Ahnung, was der damit zu tun hat. Auch die Chromperücke. Und Musik haben wir auch freigeschaltet. Aber der Sticker gefällt mir. Schaut euch ihn an. Das Kämpferbild kann im Katalog betrachtet werden. Bandit. Ja. Bit, bit, bit. Bit, 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 bit. Wow. Oh my goodness gracious. Chrom. Ja gut. Heißt das, ich soll jetzt nochmal mit Chrom es versuchen? Jetzt wo... Das ist jetzt wirklich das allerletzte hier. Irgendwie das Violette gefällt mir hier. Chrom. Sagt man Chrom oder Chrom? So, das machen wir jetzt auch noch. Und dann ist Schluss für heute. Dann habe ich auch zwei Parts aus diesem Livestream gemacht. Gegen Lucina! Schauen wir mal, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich glaube, die sind ja irgendwie verwandt, die beiden. Also vielleicht. Ich sollte mir mal durchlesen, um was es hier jetzt geht. Wie war denn der Titel von seinem Dude? Oh Mensch. Ich hab da dezent meine Probleme. Sollten sich eigentlich eh ähnlich steuern, die ganzen Charakter, und Lucina ist zumindest eine Main von mir gewesen, wenn man das so sagen kann. Aber er fühlt sich noch ein bisschen träge an, habe ich das Gefühl. Yes! I don't know when it wins, Chrom. Komm, komm, komm. Mehr kann ich nicht dazu sagen, Sebi XD. Ich würde es sonst spoilern. Ja gut. Brave Bunny. Spieler ist Fire Emblem, wenn du das wissen willst. Da. So viel ist mir auch klar. Warum jetzt gegen Vögel? Oh mein Gott, vielleicht habe ich jetzt nur durch den Kampf die Beziehung gestärkt von den beiden. Oh, was soll denn das jetzt schon wieder? Was war denn das jetzt? Wisst ihr was, ich beende das jetzt nochmal. Warum habe ich jetzt extra Punkte fürs Beenden bekommen? Endergebnis. Ich krieg trotzdem Money dafür. Klassisch. Klassisch.
So, Bande und Bestimmung. Bande. Interesting. Bande und Bestimmung. Also vielleicht wirklich am Anfang hier mit Lucina irgendwie was ausfechten. Und dann heißt's gemeinsam gegen andere Banden kämpfen oder so. Gegen eine Vogelgang. Ist auch immer, warum auch immer jetzt gegen eine Vogelgang. Oder das ist jetzt nicht so spezifisch gemeint mit den Vöglein. Warum habe ich sie gerettet? Um ihr was zu zeigen. Los, Lucina, das kannst du besser. Und geowned. Bekomme ich einen Keks? Die Kekse gehören alle mir. Das Thema hatten wir schon am Anfang von diesem Livestream. Meins, meins, meins. Nee. Wobei, ich glaube, heute habe ich ja extra noch ein paar mehr Kekse gekauft, obwohl ich noch Butterkekse daheim habe. Also vielleicht. Aber da musst... Was war das? Da musst du schon vorbeikommen, ne? Ich habe auf jeden Fall jetzt mal genügend Keksi. Oh nein, nicht das. Passiert das in Fire Emblem auch? Genau das. Ist das auch in Fire Emblem enthalten? Genau dieses Bild? Wenn ja, sehr episch. Diese Möwen aus von der Demo. Waren das die Leute, die Möwen, die immer irgendwas gesagt haben? Ach, was haben die dauernd gesagt? Haben die was gesagt? Waren die diese was, was? Nein. Ach, die haben immer irgendwie was gesagt. Oh nein, die nächste Gang. Also hat das wahrscheinlich wirklich irgendwas mit Gangs zu tun. Was irgendwie schon bedeuten kann, dass die irgendwie der gleichen Bande dazugehören. Grom und Lucina. Let's play Football, Sacker, nicht? Fire Tornado! Okay, dann halt nicht. Hey, das ist gar nicht mehr Lucina. Woher kommst du auf einmal? Ich spiele da die ganze Zeit Fußball und check jetzt erst, dass da ein neuer aufgetaucht ist. Da rein. Ja sicher, ja sicher. Verarschen kannst du mich selber. Meins, meins, genau das war's. Meins, meins, meins. Was ist das hier? Stop this nest. Was war das jetzt? Du hast die vollständig geheilt. Ende. Ende. Man kann mit einem Hammer kämpfen. Und auch mit einem Pilz auf dem Kopf. Das ist ja eher die Frage hier. Oh nein, gegen die Affenbande. Jetzt wieder mit Lucina. Finde ich aber auch irgendwie episch. Es sticht auf jeden Fall hervor, die Thematik Bande. Und das war's. Ha! Oh, das schaut schon episch aus. Nein, das nicht. Alter. Schon bei 7,00. Oh nein. Gegen die Bitches. Wieder da rein. Bei Lucina kann ich mir vorstellen, was jetzt passiert ist. Wir haben jetzt gemeinsam gekämpft am Anfang. Und so wurde unsere Bande gestärkt. Also ist Darain vielleicht irgendwie nur ein richtiger guter Buddy. Vom Grom.
kann das sein? Komm, vier auf immer. Tschüss, Bitch. Ja, sicher. Unterlassen Sie dies. So richtig unnütz hier. Geh weg mit deiner Knarre. Keine Rüben hier. Oh yes. Welche ist die nächste Gang? Die Pokémon-Gang? Nein. Also haben die Gangs vielleicht was damit zu tun? Vielleicht sollten sie wirklich irgendwie die Persönlichkeit von irgendwelchen Fire Emblem Banden darstellen. Gibt's Vampirjäger in Fire Emblem? Och Mensch. Richtig gegeben hier. Laserkanone. Gibt's auch im Fire Emblem eine Laserkanone? Nee. Richtig gegeben. Los, taunt! Ha! Episches Bild. Fates kannst du dein Aussehen ändern. Interesting. Kann sein, K.A. Ich habe nur den neuen Teil gespielt, lol. Wie er am Herumschwatteln ist. Leicht. Wäre es jetzt mal wirklich besser, mal schon schneller sich voranzukämpfen. Schaut gar nicht mal so schlecht aus. Nose! Das ist meins! Blödes Ding, ey. Ich werde das nie schaffen. Nie und nimmer. Schade. Wattel. Wow, 400.000. Wie viel ist mein Highscore? 100? Ja, nicht 100.000. Eine Million oder irgendwie sowas. Schon wieder Meister und Crazy Hunt. Also, zumindest bei den ganzen Endbosses. Sticht schon heraus, dass es eher standardhafte Gegner gibt. Also nicht bei jedem irgendwie was Spezielles. Da frage ich mich aber beim Pokémon-Trainer, warum Mewtwo und dann nur eine hat. Och Mensch. Fortsetzen? Blöde Handy. Was ist denn das? Sind wir jetzt bei Splatoon oder was? Oh, was ist hier los? Warum habe ich schon wieder so viel Damage? Sollte aufpassen. Oh, das gefällt mir nicht. Och Mensch, ey! Fortsetzen? Das wird leider ein schlechter Score. Warum habe ich so viel Damage gleich bekommen? Gut gemacht. Mit Lucina wäre das nicht. Schuld auf die anderen schieben. Nur wegen dir, Darai. Hast du gehört? Handkantenschlag. Wow, und vorher hatte ich 400.000. Das war ein bisschen zu vergessen. Gut gemacht. Gut gemacht.
Also, habe ich wenig. Achso, ich könnte jetzt wieder. Nee. Wie schon gesagt, das ist für mich dann irgendwie etwas, was ich offscreen machen kann. Das Farmen hier. Ach, was ist denn hier los? No. Irgendwie, er schaut vom Character Design her ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich ernst rein. Und hier so eine lockere Situation. Irgendwie, ja. Und was macht Mario eigentlich hier? Die anderen sind ja Fire Emblem Character, oder? Was macht Mario da drin? Was macht der da? Mario, verschwinde von hier. Du passt hier überhaupt nicht rein. Geh weg. Husch. Braucht hier keiner. Oh boy. Sag mir nicht, dass es Mario in Fire Emblem gibt. Yay, Boris. 800.000 irgendwas. Ist sau beliebt. Na, sau beliebt. Ja. Lass es. No. Gut. Und das steht auf jeden Fall dann die anderen Male an, sage ich jetzt mal. Wenn wir den Endboss hinter uns gebracht haben. Also da war das Thema auf jeden Fall mit einer Bande gegen eine Bande. Duell der Dimension. Und dann bei Melinda Gold für dich, Goldschopf. Ja gut. Poeko, ein Riese ringt sich durch. Oh. Wird auf jeden Fall spannend, was hier die ganzen Geschichten sind. Was ich auf jeden Fall jetzt mir vorstellen kann, das ist Geisel der Dämonen. Okay, dann hat es wirklich was mit bösen Böserichen zu tun. Was ist dann bei finsteren geschaffene Gegner? Es hat sicher was mit der Serie zu tun. Auch wenn ich jetzt die Serien, die wir heute jetzt angezockt haben, jetzt nicht so kenne, kann ich es mir trotzdem vorstellen, von dem, was ich so irgendwie weiß. Weil ich glaube, bei Fire Emblem geht es ja auch irgendwie um so Schlachten, ne? So Strategie. Und da kann ich mir was vorstellen, dass es da Bande und Bestimmung gibt. Bei Pit auch. Eher so als göttlicher Krieger oder so, dass er da gegen die Dämonen kämpft, kann ich mir auch vorstellen. Das finde ich auch ein sehr interessantes Detail. Das gibt es wahrscheinlich auch bei allen anderen. Dass es immer ein bestimmtes Thema dahinter steckt. Wir hatten ja Toon Link, habe ich ja gesagt. Haben wir immer in Viererteams gekämpft gegen andere. Und das hat ja was mit diesem 3DS-Spiel zu tun, ne? Oder auch mit GameCube-Spiel. Wie hieß das jetzt mit den vier kleinen Links? Ne, dieses Teamwork-Spiel. Gibt es auf jeden Fall, glaube ich, mit Toon Link auf jeden Fall ein paar. Und Pokémon-Trainer ergibt natürlich Sinn. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die anderen. Hätte ich auf jeden Fall richtig Bock, jetzt jeden Charakter mal durchzuspielen. Auch wie heute bei den Serien, die ich jetzt nicht kenne, dass ich mir zumindest mal irgendwie Gedanken mache, um was es hier gehen kann. Ja. So. Ich bin mit Toon Link fast fertig. Nur noch die Knarre. Ah, du zeichnest was. Sollen wir das dann noch hier zeigen im Stream? Dann mache ich noch eine Runde. Dass du noch ein bisschen Zeit hast. Dann lasse ich dich auch fertig zeichnen. Also würde ich einen Charakter wählen, den ich kenne. Mich würde Melinda interessieren. Melinda! Die Knarre. Schauen wir mal, was da hinten eigentlich ist. Oh, schaut euch an. So niedlich. Tut mir auch irgendwie leid, dass ich von hier nicht starten kann. Oh, so niedlich. Melinda, Toon Link, die Pikachus. Auch Lucina schaut ja ziemlich niedlich rein. Und auch der Geist hier. Oh. Man muss mal ihr das Ganze betrachten.
Boah, so richtig nice schaut das hier aus. Gegen wen kämpft denn Bowser hier? So, und ab hier müssen wir uns weiterkämpfen. Ja, jetzt habe ich schon angefangen. Oh mein Gott, was ist hier los? Bewohnerin, Bewohnerin, Bewohnerin. Bereit? Los. Das hat ja irgendwas mit Geld zu tun, nicht? Also von den ganzen Bewohnern einfach das Geld stehlen. Bin ich Tom Nook oder was? Das ist die süße Melinda. Autsch. Autsch. Was war das jetzt? Yay. Oh. Was soll denn das? Please don't hurt me. Autsch. Richtig brutal. Hey. Ich check gerade, wer da im Hintergrund ist, ne? Nice to see you, bro. Hey! Keine Knarre, ey! Ja, sicher! Fortsetzen, da fangen wir gleich nochmal neu an. Endergebnis. Endergebnis. Oder hast du es schon hochgeladen? Nee, ich mach jetzt mit Linda noch und dann. Dann ist fertig hier. Nein, nie. Warum? Ich wollte das nicht. Was auch immer das macht, dieses Ticket. Jetzt muss ich mich, glaube ich, besonders gut anstellen. Was war denn das jetzt schon wieder? Was soll das? Hier auch ein Schuh schon wieder. Warum ist Raichu jetzt bei mir so nervig gewesen, aber bei den anderen nicht? Nein! Das gehört mir! Nee! Oh oh! Oh oh, no! Oh, oh. Alter! Nee. Oh, come on, ey. Hey, Pokéball. Rette mich doch mal. Oh Gott. Das gehört ja nicht mir, ne? Hallo, nach oben und nicht nach unten. Was war denn das jetzt schon wieder? Ach, mir ist das jetzt so blöd. Warum ist denn da schon das erste so schwierig? Endergebnis. Ah, mit Belohnung. Hurra. Wow. Okay. Was soll denn das? So eine geile Mucke reinschmeißen. Oh. Katzenanzug. Ja, das ist nicht oh, sondern oh. No, schaut euch das an. Oh jeez. Am Ende, darf ich nicht vergessen, sollten wir uns nochmal alle Bilder anschauen. Außer das. Das können wir uns ersparen, weil da schaut dezent komisch aus. Söderle, Musik, Ruhe, Audiothek. Vanni, wusstest du, dass dieser Part wahrscheinlich erst im Juni auf YouTube kommt? Wusstest du das? So, welche Mucke wollen wir anschmeißen? Ja, komm. Ich hab Bock auf Kirby Air White.
Frozen Hill seid, komm. Ach, die Musik ist so geil. So. Ich bin rettig für das Bild. Da. Wo hast du es denn raufgeladen? Discord oder Tweety? Tweety oder Discord? Oh Gott, ich sehe schon wieder die Bilder hier. Die wunderschönen Bilder. Die können wir auch mal währenddessen zeigen. Nö. Sagt ihr einfach nö. Willst du sie nicht zeigen? Musst du ja natürlich auch nicht. Also, sorry, falls ich dich bedrängt habe, das zu zeigen und so. Ich habe gar nicht nachgefragt. Welche Bilder? Ja, die Bilder, schau. Die besten Bilder. Sieht man doch hier, ne? Vor allem, das ist dir gut gelungen hier. Oh jeez. Ja. Also. Von mir aus sage ich es lol. Oh, XDDD. Du. Juri halt lol. Lol. Wo ladest du das denn hoch? Hier auf Twitter oder auf Discord oder wo? Nicht auf Insta, wo ich nicht hinschauen kann. Also ich könnte schon, aber... Kein Interesse. Kein Interesse an Instagram. Nur Twitter oder Discord. Kirby Air White Musik ist so episch. WhatsApp, genau. Ja, es ist wie, wenn wir WhatsApp uns ausgetauscht hätten. Wie soll ich denn das jetzt im Stream zeigen? Auf meinem Handy. Zweitens, wir haben keinen Kontaktaustausch. Also, wo? Wenn es noch ein bisschen länger dauert, dann kann ich ja daneben es mit Melinda nochmal probieren. Oh, hell no! XD, ja. Kein Kontakt. Ich will auch keinen Kontakt. Nix gegen dich, Wanne, aber... Ist für mich selber abschreckend, irgendwie mit Minderjährigen irgendwie so einen privaten Kontakt zu haben. No, will ich nicht. Da musst du erstmal ein alter Knacker werden, so wie ich. Oha. Das sagt sie einfach Oha. Kommt jetzt noch was? Das nehme ich jetzt persönlich, Olo. Icke. Nein, danke. Was heißt denn nein, danke? Dann spiele ich halt jetzt daneben Dingsbums mit Melinda. Aber ihr hört es vielleicht im Hintergrund, mein PC hat dann aufgehört so zu rauschen. Also ich glaube, diese Bilder, die beruhigen meinen PC. Bunny, du hast das Heilmittel für meinen PC gefunden. GG. GG on you. Oder hast du es mir schon geschickt? Ich sehe hier nichts. Muss Kirby Air White Musik so nice sein. GG on everybody. Okay. Diese Bilder. Ich warte auf dein Bild. Wo ist das? Und da hast du es mir schon geschickt. Hast du es Mu geschickt? Nix. Hier hast du es nicht geschickt. Nachrichten wird auch nichts angezeigt. Ich
warte schon die letzten Minuten auf dich. Auf diese Bilder. Ich will Tunlik sehen. Ich will wieder rumnauen. Mach gerade ein Herz. Also bist du noch nicht fertig. Also kann ich es doch noch mit Melinda probieren. Ich hoffe mal, dass ich es jetzt schaffe. Weil das ja anscheinend so gut funktioniert hier mit den Bildern, die für meinen PC anscheinend sehr beruhigend sind. Können wir ja so spielen, ne? Ich spiele einfach im Hintergrund mit Melinda. Und wir lassen das einfach. Weil das ist ja sehr beruhigend für meinen PC. Ich sag's dir, wenn ich jetzt wieder auf Start drücke und du jetzt schreibst, ich bin fertig. So, let's go. Oh nein, XDDD. Bereit? Los! Na, jetzt bin ich auf einmal irgendwie ein bisschen gut. Ein bisschen gut, nur. Yes! Oh, Bobby! Gott! Hündchen! Ich sehe nix, Hündchen, geh weg! Was machst du? Jetzt bin ich Metal Melinda! Sterbet! Ein Blue Shell für dich! Oh yes! Yay! Mit dem Fußball! Weißt du, an was ich jetzt denken muss? An deine Bilder, ne? An dein Meme mit all die cuten Inazuma Eleven Boys. Und dann kriegst du voll den Ball in die Fresse. Das ist ähnliche Ausstrahlung. Ne, ich so, yay, happy leben. Und dann kommt der Ball mit den ganzen cuten Sachen daher. Und so einfach kann es eigentlich hier gehen. Warum habe ich vorher so Probleme gehabt? Extra klasse sogar. Mein PC fängt wieder an. Oh no! Pokémon-Trainerin? Wie Fit-Trainerin? Trainerin. Das hat was mit Trainerin zu tun. Oder sollte das irgendwie... Hilfe. Sollte das irgendwie den Alltag von Melinda widerspiegeln? Sich um die ganzen Bewohner kümmern und jetzt trainieren? Dieses Bild. Einfach nur herrlich. Mit Mauzi und mit der Trainerin im Hintergrund voll am Verzweifeln. Schauen wir mal. Es kann irgendwas mit Kochen kommen, ne? Irgendwelche Feuer. Feufeus. Oder was man essen kann zum Beispiel. Oder halt nicht. Oder jetzt ein Treffen mit den Mädels, ne? Warum auch die jetzt kämpfen müssen. Aber jetzt, ne, nach dem Training, kommen die Mädels daher. Dann gibt's einen Girlie Talk. Über den Tag, was gerade so passiert ist. Über die Arbeit reden sie jetzt. Und dann fighten sie. Dann fighten sie. Warum auch immer. Ich glaube wirklich, das sollte jetzt irgendwie ein Alltag darstellen, so wie Melinda. Was zwar ein bisschen weit hergeholt ist, aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Kuchen! Was kann denn nach dem Mädeltreffen sein? Nein! Was mache ich denn? Boah, das war gut. Vielleicht, na, trainieren war ich jetzt schon. Mit dem Mädeltreffen vielleicht... ausgehen. Ich kann mir was mit Essen vorstellen. Alter, was war denn das jetzt? Los! Treffet sie alle. Oder halt nicht. Bin ich nur noch mit der Göttin hier allein.
Wow! Oder es gibt am Ende so eine richtige Party. So, wo geht's jetzt hin? I'm invested in this shit. Team Smash. Achso, Splatoon. Also vielleicht jetzt ausgehen und wie heißt die Aktivität, wo man sich das selber beschießen kann. Das kann ich mir vorstellen. Das ist für mich jetzt mal wirklich das einzige Thema. Alles andere ergibt wenig Sinn für mich. Vor allem was Melinda betrifft. Paintball Knife. Oder wie heißt das? Nee. Und schafft es? Ja, leider. Out. Ich sehe aber auf jeden Fall, es sind nur Mädels hier. Oder es gibt dann am Ende ein Date. Ein Date für Melinda. Boah, ja, tolles Bild ist das. Sehr toll. Wow. Wie schon 23 Uhr. Und jetzt? Gold für dich. Gold. Warum jetzt gegen diese Mädel, gell? Und warum alle... Ist das alle gegen alle oder nur gegen mich? Nein! Komm on, warum muss hier jetzt wer auftauchen? Oh oh. Nicht mit mir. Also was das hier darstellen soll, weiß ich jetzt wirklich nicht. Wanni, hast du eine Vermutung? Das ist mein... Oh. Mensch, das hätte ich auch sehen können. Oh, ich habe mich aber so gut geschlagen mit Melinchen. Hä? Was? Habe ich es jetzt übersprungen? Oder bin ich jetzt irgendwie auf... Schatzsuche, das heißt ja irgendwas Gold für dich, Goldjob. Das sind die Mitstreiter. Aber dann ergibt dann das andere am Anfang irgendwie Sinn. Ich weiß ja nicht. Ende! Yes! Wow, 8,1. Ja, wir sind eh schon kurz vor dem Endboss. Also ich wurde jetzt nicht wirklich schlau aus dem. Ja komm, das lassen wir mal da hinten. Yay! Schauen wir mal, ob ich hier jetzt schneller sein kann. Nein, kann ich nicht. Lassen wir mal das hier. Vielleicht kriege ich ja dann genug Zeit. Ja, komm! Nein, ich bin wieder zu blöd dafür. Okay. War, glaube ich, bis jetzt mein schlechtester Durchgang, oder? Geschafft! Nee, es war gar nicht gut. Schon wieder Meister und Crazy Hunt.
ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen lazy. Oh no! Dass es dann jetzt immer irgendwie die gleichen Gegner gibt. Okay, es gibt vermutlich ein paar Charakter, die einen anderen Boss haben, aber wenn das eher so ein standardhaftiges Dings wird. Oh no! Crazy Hunt. Crazy Mazy Hunt! Nose. Nein, da triffst du mich auch die ganze Zeit. Alter. Nein, schaut nicht ins Loch. Oh Mann, ey. Es wird wirklich mein schlechtester Versuch hier. Hier, richtig gegeben. Lass mich die Antwort wissen. Nee. Oh nein. Was machen die nur? So dämonisch, diese Hände. Oh, das dauert schon ein bisschen. Was war denn das jetzt schon wieder? Yes. Immerhin die Hand hier besiegt. Oh no. Hochgeladen, lol. Selber doch, lol. Oh nein, der Finger. Der Finger. Oh no. Aber nicht mit mir. Yes. Woo. Hallo. Juhu. Während die Welt zerstört wird, freut sich Melinda. Ja, 433. Ist nicht wirklich gut, aber 8,1. Gut gemacht. Gut gemacht. Weiter. Ist aber auch nicht so einfach, jetzt wirklich den besten Score zu erreichen, wie es scheint. Yes. Schnell durch diesen. Wobei gibt's. Das sieht man dann relativ schlecht, was dann am Ende kommt. Oh, schaut euch das Bild an. Wieder so niedlich. Yes! Also vielleicht überspringe ich das doch nicht. Oh. Valuzi. Ein Ticket. Jo. Kann sich sehen lassen. Wobei, wir haben jetzt über 1 Million gehabt. Das war fast der Top-Score. Echt? Achso, man kann zu zweit das auch machen. Team-Rekord. Aber das ist dann was anderes. Wie das hier. Okay. Hier wird's vermehrt. Mit Toon Link war ich am schlechtesten, wie es scheint. Ja, gut. War auch der erste Versuch mit Toon Link, muss ich sagen. Außerdem gibt es da einen anderen Boss. Den Ganon-Boss. Der kann schon ziemlich nervig werden. So. Dann heißt's jetzt mal wirklich verabschieden. Ich sehe eine Mitteilung. Okay. Dann machen wir mal das Fenster auf und dann schauen wir mal das Bild an. Ach ja. Und los geht's. What the fuck? GG, Bunny. Einfach nur herrlich. Und das ist Kunst, meine Liebe. Das ist Kunst. Mach dich nicht schlechter, wie du eigentlich bist. Sagt man dazu? Es ist gut geworden. Es ist Kunst. Oh, schaut euch das an. Don't fuck with Toon Link. Ja.
GG on me, ja. Oh yes. So richtig episch. Ach ja, sehr, sehr nice. Ach, da muss ich jetzt mal so rauf. Fenster, come on, please. Natürlich. Einfach nur herrlich. Schaut euch ihn an. Gut, dann würde ich sagen, damit ist der heutige Stream beendet. Schaut euch das Bild an. Der nächste Stream wird dann mit Tannis sein. Ne Soul Link erwartet uns dann wieder. Und endlich mal wieder ein Pokémon Playthrough. Ja, 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 da freue ich mich schon drauf. Wir haben auf jeden Fall geplant Dienstag. Vielleicht dann gegen Ende der Woche dann noch einmal. Also schauen wir mal. Und ja, wir schauen auch, wann die anderen Livestreams so starten werden. Nein, was? So schön? Ja, moin. Rastet sie wieder völlig aus. Ja, hast du richtig gehört. Und ja, dann, wenn die Arbeit vorbei ist für mich, fertig geschrieben, dann heißt's Unlimited Streaming. Dann habe ich auf jeden Fall doch öfters vor zu streamen. Ich kann mir auch vorstellen, wirklich jeden Tag dann zu streamen, aber dann nur so 2 Stunden am Abend. Und dann am Wochenende länger. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, weil ich habe wirklich Bock zu streamen. Und vielleicht den einen oder anderen 12-Stunden-Stream, nicht? Hätte ich auch Bock drauf. Naja, auf jeden Fall war es das für heute, meine lieben Leute. Ich bedanke mich bei jedem, der hier anwesend war, sich die Zeit genommen hat. Auch Dankeschön für dieses wunderschöne Bild, Vanni. Einfach nur wunderschön. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Herzen für euch alle, nicht vergessen. Und ja, dann heißt's frühestens in 3 Tagen streamen wir dann weiter. Interessant. Selber interessant. What? Ja. Hast du noch was zu sagen? Sonst heißt's tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich habe das Gefühl, die Verzögerung heute ist doch ein bisschen größer als sonst. Gut, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.